und willkommen zurück zu unserer Videoreihe Mein Nähkurs. Weiter geht's mit der nächsten Lektion deines Schritt-für-Schritt-Einstiegs in die Welt des Nähens. In der vorherigen Lektion mit dem Bandeau-Top hast du bereits die Basics des Stoffzuschnitts gelernt. In diesem Video machen wir uns mit der Nähmaschine vertraut und lernen, wie man einzelne Stoffteile zusammennäht und Kanten versäubert. Das Ganze zeigen wir anhand dieses coolen Patchwork-Tuchs. Wir nähen unser Modell mit der Bennett 35, die sich super für deine ersten Nähprojekte einsetzen lässt. Für das Patchwork-Tuch verwenden wir verschiedene Stoffe von C. Pauli. Übrigens auch ein super Projekt, um Stoffreste zu verwerten. Da die meisten Stoffe beim Waschen ein bisschen eingehen, empfehlen wir dir, den Stoff vorher zu waschen. Zusätzlich zum Stoff brauchst du noch farblich passendes Nähgarn, Schneiderkreide, Nähmaschinennadeln, ein Geodreieck, ein Maßband, Stecknadeln, eine Stoffschere, eine Fadenschere, eine Papierschere, Klebeband zum Markieren, ein Handmaß und ein Bügeleisen. Als allererstes schneidest du die Stoffteile A bis D für das Patchwork-Tuch zu. Wir zeigen dir den Zuschnitt anhand des schmalsten Teils D. Die anderen Teile schneidest du dann aber genauso zu. Lege den Stoff glatt auf den Tisch. Die schöne Stoffseite, die später am Tuch außen ist, liegt unten. Die wird immer als rechte Stoffseite bezeichnet. Die Maße für die Teile findest du in der Anleitung im Buch. Die Nahtzugaben von 1 cm Breite sind bereits enthalten. Daher kannst du die Maße der Stoffteile A bis D mit Schneiderkreide und einem Geodreieck direkt auf den jeweiligen Stoff zeichnen. Bei langen Stoffteilen wie hier musst du darauf achten, dass deine Linien beim Anzeichnen gerade bleiben und immer parallel zueinander sind. Schneide anschließend die Schnittteile entlang der Kreidelinie mit der Stoffschere aus. Mit Schneiderkreide schreibst du dann noch die jeweiligen Buchstaben auf die linke Stoffseite der Schnittteile. Das erleichtert dir später das Zusammennähen. Bevor du mit dem Nähen beginnen kannst, musst du noch deine Nähmaschine vorbereiten. Setze eine Nadel mit der Stärke 80 in deine Nähmaschine ein. Dann spulst du noch farblich passendes Garn auf eine Unterfadenspule auf und setzt sie ein. Anschließend fädelst du den Oberfaden in deine Nähmaschine ein. Jede Nähmaschine ist ein bisschen anders. Nimm dir am besten die Gebrauchsanweisung zur Hilfe, hier wird alles genau erklärt. Stelle einen Geradstich mit einer Stichlänge von 2,5 mm ein. Nähe zur Probe eine gerade Naht an einem kleinen Stück deines Stoffes. Wenn die Naht unsauber oder zu locker aussieht, kannst du an deiner Nähmaschine die Fadenspannung noch ändern. Jetzt geht's aber endlich los mit Nähen. Lege die beiden Stoffteile B und C an den langen Kanten aufeinander und stecke sie fest. Die rechte schöne Stoffseite liegt dabei innen. Beim Feststecken steckst du die Stecknadeln immer durch beide Stofflagen und am besten quer zur Stoffkante. Dann brauchst du sie vor dem Nähen nicht rauszuziehen. Deine Nähmaschine näht dann einfach über die Stecknadel. Am Anfang direkt eine gerade Linie mit einem Abstand von 1 cm zu nähen, ist nicht unbedingt einfach. Bei unserer Nähmaschine sind Linien für den Abstand auf der Stichplatte eingraviert. Wenn an deiner Nähmaschine keine Linien sind, kannst du als Hilfsmittel einen bunten Klebestreifen neben dein Nähfüßchen kleben. Beginne nicht direkt an der Kante, sondern lege die Stofflagen ein Stückchen weiter unter das Nähfüßchen. Beginne die Naht mit 3 bis 4 sogenannten Rückstichen, indem du den Rückwärtsstich einstellst. Bei uns ist das dieser Hebel. Die Rückstiche sind wichtig, damit die Naht am Anfang und am Ende nicht wieder aufgeht. Bügele anschließend die überstehenden Nahtzugaben auseinander, damit sie schön flach liegen bleiben. Lege jetzt die zusammengenähten Teile mit der rechten Seite nach oben glatt auf den Tisch. Das lange Teil D kommt quer an die bereits zusammengenähten Teile. Stecke auch hier die Kanten wieder aufeinander. Gehe dabei so vor, wie im vorherigen Schritt beschrieben.
Achte darauf, dass die auseinandergebügelten Zugaben von B und C flach liegen bleiben. Nähe dann die Kanten wie beim vorherigen Schritt aufeinander. Anschließend bügelst du auch hier die Nahtzugaben wieder auseinander. Jetzt hast du es auch schon fast geschafft. Lege nun das quadratische Schnittteil A so auf die vollständig zusammengenähten Teile, dass diesmal die linken Stoffseiten aufeinander liegen. Die rechten schönen Stoffseiten sind außen. Stecke nun die Außenkanten der beiden Stoffteile bündig mit Stecknadeln zusammen. Die Außenkanten werden mit einem breiten Zickzackstich zusammengenäht. So fransen sie später nicht aus. Diesen Schritt nennt man auch Versäubern. Stelle dazu an deiner Nähmaschine einen Zickzackstich ein und probiere ihn zuerst an einem Probestück aus. Nähe dann entlang einer Kante und achte darauf, dass die Nadel immer knapp neben der Kante einsticht. Nähe beim Zickzackstich nicht über die Nadeln, sondern zieh sie vorher heraus. Wenn du an der Ecke ankommst, drehst du die Nadel vorsichtig mit dem Handrad deiner Nähmaschine in den Stoff und lässt sie stecken. Dann hebst du das Füßchen leicht an und richtest den Stoff neu aus. So kannst du entlang der nächsten Kante weiternähen. Das wiederholst du an allen vier Kanten, so oft, bis du vollständig alle Kanten versäubert hast. Den überstehenden Stoff an den Kanten kannst du vorsichtig abschneiden. Dabei darfst du aber nicht in die Naht schneiden. Zum Schluss bügelst du noch einmal alle Kanten glatt und entfernst alle überstehenden Fäden mit der Fadenschere. Fertig ist dein persönliches Patchwork-Tuch. Damit hast du auch die nächste Lektion gemeistert. Jetzt bist du mit der Nähmaschine vertraut und hast das Zusammennähen von verschiedenen Stoffteilen und das Versäubern von Stoffkanten gelernt. Im nächsten Kapitel kombinieren wir das Wissen aus beiden Lektionen und nähen das erste Kleidungsstück. Bis dahin wünschen wir dir viel Spaß beim Nähen.